Hallo Leute und willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ja, wir waren hier zuletzt beim Rätseln mit der Bahn und allem. Die Lok habe ich jetzt wieder dahin gestellt, wo sie hin soll. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollen wir den Tathergang natürlich so zurückführen, dass alles eigentlich da ist, wo es hingehört. Dazu gehört halt auch der Stein. Und jetzt bin ich zurückgelaufen hier und habe hier irgendwas, was wir noch untersuchen können. Stein, 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 Stein. Abdruck in der Erde. Okay, hier kommt der Stein bestimmt dann hin. Und jetzt probiere ich das nochmal mit der Leiche. Wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Aber eigentlich haben wir jetzt alles so zurückgepackt, wie es vorher war. Das sieht gut aus. Yeah! Geister, die leuchten. Glühwürmchen. Geister. Ach, wir können einfach da hingehen. Alles klar. Okay, dann gehen wir da mal hin. Oh. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt hier passiert ist. Okay. Okay, Moment. Also, der kleine Ethan, und das wird Ethan sein, den wir suchen, wurde an die Bahnschienen gefesselt von dem Arsch hier. Ja? Okay. Hier ist der Mörder. Was ist hier passiert? Und wer ist das? Da hat ihm jemand geholfen. Und zwar der Name, den ich jetzt vergessen habe. Der hat den Dings genommen, die Kurbel, und hat den dann erschlagen. In diesem Falle ist es aber nicht Ethan mehr, der da gefesselt ist. Sondern der andere. Wie kann das sein? Warte, da muss ich auch nochmal hinlaufen. Das ist ja cool jetzt hier mit der Erinnerung. Ah, der hat ihn vorher schon aufgehalten. Oder so. Und hier nimmt er sich schon vorher einen Stein. Der Typ aus der Zeitung. Kann ich jetzt mit denen irgendwas machen? Kann ich die Reihenfolge jetzt bestimmen? Oder passiert das automatisch? Oder... Das ist die letzte hier. Hier, die Chronologie. Markieren. Ach so, nee, das ist ja nicht die... Das ist ja nicht die Nummer 1. Das ist ja das... Das letzte. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das mal als vor... Hallo? Achso, ja. Ich muss es so machen. So. Also es gibt ja nur 6. Boah, ich blicke selber noch nicht durch. Bin nicht gut in sowas, aber... Es ist der fremde Mann. Und der fesselt den Ethan da. Jetzt frage ich mich natürlich... Macht der Mann das mit dem Fesseln zuerst oder holt er sich schon mal einen Stein vorher? Ich glaube nämlich nicht, dass er sich den vorher holt. Mach das mal als drittes, so. Denn nach dem Stein... Oh, das ist schwierig. Ist das die Nummer 2? Das kapiere ich halt auch nicht. Was macht der denn hier? Was macht der Mann hier? Ich verstehe diese Stelle hier gerade nicht.
Diese Stelle ist auf jeden Fall relativ früh passiert, weil eigentlich sollte ja ursprünglich er gefesselt werden. Aber hier ist ja das Blut. Hat das damit jetzt direkt was zu tun oder war da vorher gar kein Blut? Oder er fasst sich an den Kopf, weil er hier geschlagen wurde mit dem Stein? Oh Gott, ich komme hier voll durcheinander. Weil ich das nicht checke gerade, Entschuldigung. Aber weil ich nicht checke, was mit ihm jetzt hier ist. Das war auf jeden Fall sein Plan. Und dann, wenn er mit dem Stein hier erschlagen wurde, dann hätte er hier gefesselt werden können, damit hier die Lok dann über ihn fährt, damit er danach halt sich wegkriecht sozusagen. Dann mache ich das mal hier als drittes. Dann ist das hier Nummer 5. Damit das hier Nummer 4 ist. Ich habe keine Ahnung, ob das logisch ist, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Visualisieren. Ist es richtig? Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. War das jetzt falsch? War das jetzt richtig? Warum? Ach so, ich kann das visualisieren, weil ich sie alle Nummern vergeben habe, aber... Vielleicht habe ich hier einen Fehler auch noch gemacht, weil ich die jetzt am Anfang schon gemacht habe, aber das ist doch das Ende, oder? Warte mal. Ja, weil hier hat er sich doch ganz weggekrochen. Dann muss das doch das Letzte sein, oder nicht? Und dann müsste das ja hier auch, ist ja klar... Das ist ja eines der letzten, dann kann das da hinten ja nicht die 5 sein. Dann muss 6 und dann ist hier die 5 und 4, 3, 2, 1. Mal gucken. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. That's what he is. He is forever. Ja, na klar, wenn der Junge... Wie hat der Junge sich befreit, ne? Da ist auch ein Fehler jetzt anscheinend drin, ne? Er sollte hier... hier gefesselt werden. Und der Junge hat sich aber irgendwie befreien können. Vielleicht hatte er sich erst befreien können durch den Mann. Boah, voll spannend. Aber was wir hier noch alles erleben, und ich war schon da hinten. Hier ist der Junge ja auch mit dabei. Aber der Mann ist schon überfahren worden. Und wenn wir das hier einfach mal als 1 nehmen, ich frage mich nur, ob man visualisieren kann, selbst wenn man mehrere Nummern sagt. Nee, das geht zum Beispiel gar nicht. Nochmal bitte. Könnte es wirklich hier anfangen? We can destroy it. Nächste Szene. Travis, tell me where Ethan is.
Travis, sag mir, wo Ethan ist. Das würde doch passen eigentlich zur 2. Aber er hat den Stein hier schon in der Hand. Deswegen hatte ich das ja auch eigentlich da hinten hingesetzt. Momentchen mal. Momentchen mal. Machen wir das hier zur 4. Und das hier soll eine 3 werden. Damit das eine 2 wird. Listen to me. Gail, honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is, now. I'm giving the sleeper what he wants, what all of us want. Look, old man, you need to go home. Damn it. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Das war's. Das war die richtige Reihenfolge. Ich hab's hinbekommen. Krass. Boah, krass. Und da sind wir wieder zurück. Und ja, wissen jetzt genau, was passiert ist. Puh, okay, da hinten ist ein Leuchten oder so. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Denn ich denke, jetzt können wir auch weiterlaufen. Ja. Oh. Und zurück sind wir. Alles klar. Gut. Alles ist wieder wie vorher. Boah, das war jetzt echt gut und echt cool und spannend. Hm. So. Ich will aber noch nicht ganz weg hier. Was sind das für Geräusche hier? Voll unheimlich. Habe ich ja das letzte Mal schon gesagt. Aber krass, ey, mit dem Mord. Aber wie gesagt, mir ist der Name entfallen von dem Mann, aber von dem hatten wir in der Zeitung gelesen. Und was ist das denn hier? Hä? Was ist das? Was muss ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt hier machen? Ah. Oh. Muss ich hier eine bestimmte Reihenfolge machen? Mit der anfangen? Ja. Nö. Nö. Also, nein. Mit der oberen. Hier. 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 Und unten. Nö. Ein Astronaut? Hey! Astronaut. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Jetzt habe ich ihn verloren. Warum ist hier auf einmal ein Astronaut? Wo ist der Astronaut hin?
Warum ist die Musik jetzt wieder normal? Bin ich nicht schnell genug gewesen? Ich will das nochmal machen. Ist die Ampel noch da? Oh Mann. Und ich habe doch keine Ahnung, wo die Ampel jetzt stand. Hier am Arsch der Heide irgendwo. Boah. Was war das jetzt? Für eine Aktion. Wo ist die Ampel? Ich habe doch keine Ahnung, wo die blöde Ampel stand. Ich verirre mich jetzt tode. Oh Mann, scheiße. Jetzt habe ich es voll verkackt hier, wa? Voll das Rätsel. Und ich schaff's natürlich nicht. Der war aber auch so schnell weg. Das gibt's doch nicht. Na, so weit oben waren wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will diese Ampel wiederfinden. Blöde Scheiße. Mann. Manno. Blödes Geruckel hier. Sollte mir echt mal irgend so ein Orientierungsguide irgendwie mal anschauen. Da ist die Ampel! Da ist die Ampel! Yeah! Ich habe sie wieder gefunden. So, pass auf! Nochmal das Ganze. Astronaut! Ja. Ich komme. Ich passe auf. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da! Und nun? Hier habe ich ihn das letzte Mal auch verloren. Bist du hier oben? Ja, bist hier oben. Da oben. Ich komme. Wo bist du? Wo bist du? Nein! Da! Spannend! Ich komme. Was geht denn hier ab? Was? Oh mein Gott. Raumschiff, Akte X. Heftig. Boah, scheiße. Was geht denn hier ab? Krass. Wo bin ich? Boah, krass, wo geht's hin? Wo sind wir? In so einer Raumkapsel. Weggeschleudert. Hier können wir gut sehen. Da ist doch noch eine. So eine, wie wir haben. Und da hinten auch. Was hat das zu bedeuten? Hier sind ganz viele von diesen Kapseln. Und jetzt? Bleiben wir für immer hier? Gefangen in der Raumkapsel? Was passiert hier? Was ist denn jetzt los?
Ich werd nicht mehr. Scheiße. Was machen wir denn jetzt hier allein im Weltall? Hallo? Hallo? Was mache ich hier? Sich direkt mal hier drauf. Hier ist was zum Lesen. Sag das doch. Get out of my room, Travis. Stories, stories. Always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Wie jetzt? Jetzt könnte man das hier natürlich auch wieder lesen, aber ich mach's mal nicht. Aber ich mach mal nebenbei einen Screenshot, den ich aber so eher mache. Und ja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Ich bin irritiert. Kannst du das, außer dass du es zurück... Kannst du es nicht nehmen? Nee, das bleibt jetzt hier. Okay, dann bleibt es da jetzt liegen. Und jetzt sind wir wieder zurück und die Szene wird gespeichert. Keine Ahnung. Auf einmal kommt da ein Astronaut und wow. Und, aber wahrscheinlich hat er das alles wieder gefühlt. Oder so. Ja. Gut. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal weiterlaufen. Und zwar wieder dahin zurück, wo wir eigentlich vor zwei Parts schon hingekommen sind. Hier laufe ich aber, glaube ich, wieder zurück. Hier müssen wir nach... Ja, wir müssen nach links. Also war ich eher auf dem richtigen Weg hier. Das ist ja unglaublich. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass da so ein Kram irgendwie passiert und dass seine Fähigkeiten so... Ja, wie kann man das denn so vorstellen? Stark sind. Was zur Hölle ist das? Das war vorher nicht da. Was passiert hier? Was ist das für ein Ort? Ach so, das ist doch, das ist unsere Raumkap... Das ist unser... Sieht aus wie ein Hexenhäuschen. Da sind wir rausgekommen mit unserer Raumkapsel, aber das hier war vorher nicht da. Oder es war da und ich habe es nicht gesehen. Gaylord. Ja, okay. Abstruse Geschichten, Amerikas beste Science Fiction, Januar 1964, was weiß ich, mit Yellow Hills of Mars von Douglas Paulding, sowie Julian West, Michael Arden, Clarence Carl Liesel und viel mehr. Travis Entstehung, nee, Travis Entstellung, Homo Fürst. Lustig, aber ich check's irgendwie gerade noch nicht, was das hier, was es damit auf sich hat. Und das ist halt der Brief, ne? Ja gut, okay. Ich dachte jetzt, dass diese Hütte hier vorher gar nicht da war. Das ist voll gruselig, wenn irgendwie Sachen auftauchen, die vorher nicht da waren. Jetzt speichert's nochmal die Szene. Okay. Bin trotzdem wesentlich skeptischer jetzt und überraschter als vorher. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Ist immer noch 7:05 oder so. So, dann laufen wir jetzt mal zurück. Natürlich immer an den anderen Pfaden entlang. Uff. Und wer weiß, was wir jetzt... wer weiß, was wir noch an Rätseln irgendwie in diesem Spiel bekommen. Es ist doch irgendwie viel umfangreicher, als ich dachte. Ja, ich bin schon gespannt auf eure Kommentare. Mal gucken, was ihr so dazu sagt. Stopp mal zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, das geht gerade gar nicht. Ich meine, das Ruckeln hier an der Stelle ist jetzt auch egal. Weil wir wollen ja nur erstmal weglaufen. Hier war aber nicht so ein Bahnschienen, ne? Nee. Und da so weiterlaufen, was war da? Ist da noch was? Können wir hier einfach immer weiterlaufen? Das haben wir auch nicht gemacht damals, glaube ich. Oder doch? Hier kommt man einfach gar nicht weiter, okay? Das sieht auch aus wie so ein Auge auf den ersten Blick hier. Na gut, wenn da nichts ist, dann ist da nichts.
Dann ruckeln wir mal wieder zurück. Nee, hier kannst du auch nicht lang. Schade. Okay. Nee, wir müssen definitiv über die Brücke, sonst kommen wir hier nicht weg vom Flag. Oh, das nervt mich, das Bild. Scheiß Bildaufbau. Warum muss es denn auch ein Jean sein? Warum? Es geht doch auch ohne, es wäre auch ohne schön. Lauf jetzt. Lauf einfach über die Brücke. Ja, wir waren mal eben im Weltall. Steht da auf einmal so eine Ampel und was weiß ich. Vielleicht kann mir das auch jemand von euch nochmal erklären. Von den Text vielleicht, der da auf Englisch stand, den ich jetzt nicht so durchgelesen habe. Anhand dessen vielleicht auch mal erklären, ob da irgendwie ein Zusammenhang jetzt war. Also natürlich war auch da dieses Plakat, aber warum sollte er, unser Protagonist oder unser Detective, warum sollte er denn auf einmal so eine Verbindung herziehen? Die haben doch jetzt gar nichts mit Ethan zu tun, oder war das eher Ethans Zeug? Ich glaube, das war eher von Ethan das Zeug. Und er hat dann wieder sich halt einen Reim drauf gemacht oder so. So, ich will jetzt auch nochmal in das Haus zurück, denn ich hatte mich auch erkundigt, was das hier angeht, denn wir hatten ja hier diese Leuchtportale, aber ich glaube, hier bin ich dann falsch in dem Haus. Ich glaube, das war das andere Haus, der anderen Seite. Oder? Ich weiß es gerade nicht. War das hier? Es soll auf jeden Fall irgendwo einen Zettel geben. Ist das der Zettel? Kannst du das nochmal... Ich glaube, wenn das der Zettel ist, dann haben wir hier... doch, das... Warte mal, da stand noch was mit dem... Nochmal, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, meine Feinde zu verwirren, meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Und jetzt hat es was... Ja, das ist richtig hier. Jetzt kommen nämlich diese blauen Portale wieder und das habe ich ja auch nicht kapiert, aber... Das sind tatsächlich, wir sollen jetzt, das ist auch wieder ein Rätsel, wir sollen irgendwie damit was machen können. Wir sollen Räume bestimmen können oder so. Und ich muss mich mal anders hinsetzen. So, irgendwie sollen wir jetzt die Räume bestimmen können. Ich weiß nur noch nicht wie. Also da, wo wir sind, sollen wir sagen, in welchem Raum es ist oder irgendwie so. Aber wenn ich jetzt... Ich gehe mal hier nach links. Achso, dann kann ich tauschen. Das ralle ich noch nicht. Da stand was mit tauschen. Ah, okay, wir sollen die Räume bestimmen. Wir sollen sagen, welcher Raum wo ist. Ich nehme eigentlich mal an, dass eine Küche unten ist. Und wir sind doch noch unten. War das jetzt falsch? Das war anscheinend falsch, oder was? Nee, dann will ich nochmal anfangen. Das wird auf jeden Fall noch lustig hier. Okay, geht los. Wir haben... verschiedene Räume. Ja, wir müssen erstmal wissen, was wir überhaupt für Räume haben, weil so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Wenn wir die richtigen Räume bestimmt haben, dann haben wir das Rätsel gelöst, ne? Ist ja klar irgendwie. So, jetzt sind wir hier durchgegangen. Dann mache ich hier unten, weiß ich nicht, was soll ich denn da hinmachen? Die Küche? Da ist ja schon eine Küche drinne. Keine Ahnung, was hier für ein Zimmer sein soll. Ich würde aber eher nicht was sagen mit so vielen Fenstern vielleicht. Ich finde die Küche gar nicht schlecht da hinten, aber vielleicht ist die Küche auch da eher. Oh Gott, oder der Flur geht hier noch weiter. Das ist natürlich auch fies.
Wo soll man das denn wissen? Das Haus hier nachzubauen mit den Zimmern, ohne das zu kennen, hier geht's runter? Da kann man doch nur raten. Wo soll man das denn wissen? Woher? Also ich habe keine Ahnung. Wenn es richtig ist, wird es wahrscheinlich nicht rot. Also es ist jetzt nicht rot geworden. Heißt das, es ist richtig? Ich glaube, dann ist es richtig. Also unten links kommt die Küche hin. Jetzt ist die Frage, ist das hier richtig? Anscheinend schon. Schwierig. Das war falsch. Alles klar, aber dann weiß man ja schon so ein bisschen mehr. Wenn alles richtig ist, dann ja. Das war falsch. Boah, heftig. Also dann nochmal. Ja, das kann dauern. So, los geht's hier. Voll der Rätselpart. Machen wir hier wieder die Küche hin, ne? Oder wie war das? Da hinten war die Küche. Hier war die Küche. Ne? Ja. Die Küche ist richtig hier. Das kann ich mir merken. Und das passt ja auch, weil die unten ist. Und hier war jetzt so ein Flur. Das war ja schon richtig, genau. Aber hier wird es schwierig jetzt. Welcher Raum soll denn hier sein? Muss man sich ja schon fast merken. Man muss sich das einfach nur merken eigentlich. Aber wie viel? Und überlegt mal. Und oben geht es ja noch weiter mit den Zimmern. Mein lieber Schwan. Ich nehme einfach das hier mit diesem weißen Ding. Und das mit dem weißen Ding war sogar richtig. Okay, das weiße Ding. Alles klar. Alles klar. Jetzt wird es wieder schwierig. Eigentlich würde es ja mit einer Treppe nach unten passen, weil wir im Erdgeschoss sind. Aber das war falsch. So ein Dammich nochmal. Jetzt muss ich doch alles nochmal machen. Es bringt doch gar nichts, immer weiterzumachen. Das ist alles richtig hier, ne? Das ist falsch. Wieso ist das jetzt auch so? Weil das, ja. Kann ich an den Anfang bitte zurück, genau. Boah, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Einen Versuch mache ich noch und dann muss ich den Part beenden. Aber gibt einfacheres als das, ganz ehrlich. Also. Das ist ja schon mal richtig hier. Fangen wir mit der Küche wieder an. Ist ja wie, ich packe in meinen Koffer. Das ist ja auch schon richtig. Wie sieht es hier aus? Das ist nicht richtig. Das da aber. Und jetzt das weiße Ding. Wo ist das weiße Ding? Ach, das ist er ja. Okay. So, die haben wir schon mal richtig. Ja, jetzt kommt das hier. Hier kann jetzt alles kommen. Das war natürlich nicht richtig. Das war auch wieder der Raum mit der Treppe nach unten. Aber man kann ja hier schon mal wieder überlegen. Ein langer Flur. Ein langer Flur ist richtig. Auch das ist richtig. Mit den zwei Fenstern. Das ist nicht richtig. Vielleicht muss man gar nicht immer von Anfang an anfangen. Ich glaube, man muss gar nicht von Anfang an immer machen. Aber komm, jetzt bin ich gerade voll drin. Ich meine, wenn hier die lange Treppe ist, dann muss man sie ja nicht nochmal nehmen. Dann gibt es ja schon Flur mit nach oben. Die Küche. Boah, heftig. Ja. Nein. Ja. Pass auf. Jawohl.
hier jetzt nicht das mit der Treppe nach unten nehmen. Das ist ja Quatsch, das zu nehmen, weil hier sind wir ja schon. Das ist ja derselbe Raum doppelt, das kann es nicht sein. Ich habe immer noch nicht den richtigen Raum für hier gefunden gehabt. Der kann es auch nicht sein. Den hatten wir noch nicht. Tatsächlich, der mit dem Tisch. Der mit dem Tisch. Der mit dem Tisch, der mit dem Tisch. Habe ich jetzt alle hier unten richtig und so? Muss ich die jetzt oben auch noch machen? Oh, ich muss die hier oben auch noch machen. Oh Gott. Ich habe es doch so toll hinbekommen. Okay, was könnte denn hier um die Ecke sein? Das, was hier vielleicht schon ist, damit es dann zum Dachboden geht. Nein, das war falsch. Scheiße. Auch das ist nicht richtig. Ja, und hier geht es dann auch wieder zurück. Ja, einfach ist das nicht. Wir sehen uns im nächsten Part von The Vanishing of Ethan Carter. Und dann geht's mit Räume auswählen weiter. Aber das kriege ich hin. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Und es ist sehr spannend. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.